Ah, jetzt geht's los. Also spielen wir mal eine 15-Minuten-Partie. Ach Gott, was ist das denn für eine Eröffnung? Hat letztens mein Schachkollege auch gespielt gegen mich. Also hat ganz gut funktioniert. Man versucht, das Zentrum zu besetzen. Wenn er da auf der Ecke anfängt, da sieht sowas wie Hedgehog oder so könnte das sein. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, dann spielen wir einfach analog. Er kommt von den Seiten, ich vom Zentrum. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr einigeln lässt. Ja, machen wir mal so. Jetzt versuchen wir ihn mal so ein bisschen in die Bredouille zu bringen. So, okay. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt mal so. Und auch hier lang. So, jetzt muss ich aufpassen. Eröffnet das Spiel. Okay, den nehmen wir erstmal mit. Läufer, Tausch. Okay. Muss aber gar nicht sein. Doch, muss wohl sein. Denn der Bauer hier ist gefährdet. So, jetzt hat er seinen Turm da stehen. Der ist doppelt angegriffen, aber auch doppelt verteidigt. Gut, lange Rochade. Und jetzt kann ich versuchen, auf dem Königsflügel mit meinen Bauern in Angriff zu kommen. So, er versucht hier sein Glück. Ist mir aber egal. Da kann ich ja nicht so viel Unheil anrichten. Zack. Den nimmt er. Okay. Nehmen wir zurück. Kommt der Springer. Greift den Bauern an, aber der ist ja hinreichend geschützt. Ich würde sagen, ich attackiere hier mal weiter. Kommt er nur zurück. Ja. Dann könnte ich. Ich bringe mal die Dame hier hin. Mal gucken. So, mein Ziel ist natürlich, hier seinen Königsflügel zu öffnen. Jetzt macht er hier Druck auf meinen Springer. Ist mir aber egal. Ah, das ist schlecht. Dann kann er da einschlagen. Ich spiele erstmal so. Linien öffnen. Jetzt ist der Turm da. Okay, das gefällt mir schon besser. Er greift zwar den Bauern hier an, aber jetzt kann ich so spielen. Greift den Turm an und deckt den Bauern. Ah, der Bauer ist doppelt angegriffen, sehe ich gerade. Er kann mit dem Läufer einschlagen. Aber ob das gut ist, dann gehe ich mit dem Turm dahinter. Könnte der Läufer weg sein? Da muss er sich genau überlegen. Ich schaue das im Moment nicht. Der Läufer auf der Hauptdiagonale ist immer gefährlich, den übersieht man leicht. Da geht er hin. Der hier hängt auch. Okay. So, soll ich jetzt mal den Läufer da eliminieren? Ich glaube, das ist am besten. Nee, dann kann er den nehmen. Ich glaube. Nee, dann geht er mit dem Läufer dahin. Ich spiele jetzt also, nehme ich zwar meinem Läufer die Sicht.
aber seinem auch. Ja, ob das so gut war, jetzt hat mein Springer kein vernünftiges Feld. Also da muss ich jetzt konsequent weiterspielen. Wo will er jetzt hin? Jetzt will er dahin. Meine Dame angreifen. Das verhindere ich. Ich kann natürlich auch hier hingehen. Dann greift er die Dame hier an. Okay. Ja. Jetzt spielen wir so. Muss er praktisch nehmen. Und dann habe ich aber einen Schach. Nimmt er nicht, er sagt selber Schach. Okay. Hierhin oder hierhin? Hierhin. So, Schach. So, wenn ich jetzt hier Schach gebe, er nimmt, ich gehe mit der Dame, dann sieht es aber gefährlich für ihn aus. Ich nehme, er nimmt, Dame Schach. Ne, Schach ist das nicht, dann kann er mit seinem Turm dahinter gehen. Dann gebe ich hier Schach. Dann kann er mit seiner Dame dazwischen. Wäre nicht so gut. Doch, müsste gehen. Ich probiere es einfach. Aggressiv weiterspielen. Mal gucken, ob das hinhaut. Zack. Ich habe auch hier noch einen Schach, sehe ich gerade. Wäre sogar schon matt. Oh, der hat 18,21. Ha. Weiß gewinnt. Ja, weil, wenn er jetzt hier hingeht, kommt der Schachmatt. Ja, ist doch super. Ein 18,21er geschlagen, wenn ich das gesehen hätte. Hätte ich wahrscheinlich nicht so frech gespielt. Aber ja gut, dafür, dass die erste Partie ist auf Lichess, die ich aufgenommen habe, ist das ja nicht schlecht gelaufen. So, kann man hier noch auf das Analysebrett gehen? Mal gucken. So. Jetzt klappt es endlich. So, wollen wir mal gucken, was der Computer sagt. Wie ich hätte spielen sollen. So. Okay, der Fall zeigt also immer an, was ich hätte machen sollen. Habe ich auch gemacht. Er setzt den Läufer auf die Hauptdiagonale. Ich setze den Springer raus. Ja, das wusste ich auch ungefähr, wie man das spielt. Jetzt kommt er damit. Da hätte er gleich auf dem Königsflügel angegriffen. Wo ist denn die Bewertung hier im Augenblick? Was gibt er mir denn? Muss man ja auch irgendwo sehen können. Plus 1, ja, genau. Plus 0,7. Das ist also auch nicht so schlecht gewesen, was ich da gemacht habe. Ja, er will jetzt schon, dass ich dir den Bauern vorziehe. Habe ich ja später auch gemacht. Aber ich habe erstmal so aufgebaut. So, er möchte, dass ich jetzt den Bauern vorziehe, aber das ist irgendwie, scheint mir, nicht so menschlich. So, er spielt jetzt den Springer. Und jetzt habe ich, okay, das gefällt ihm nicht so. So, jetzt stehe ich wieder besser. Er will, dass ich da den H-Bauern vorziehe. Gut, ich habe jetzt so gespielt. So, jetzt stehe ich plus 1,8, das war falsch von ihm. Er öffnet hier. So, Austausch war auch richtig. Jetzt nimmt er mit dem Turm. Und ich habe erstmal lang rochiert, stehe aber plus 1,2, ist okay. Da will er, dass ich den schlage. Habe ich aber nicht, ist aber nicht schlimm. Stehe trotzdem plus 1,7. Jetzt nimmt er.
Ah, da hätte er mit dem Bauern geschlagen. Ah, eine Königstellung da öffnen. Gut, die Dame wieder weglocken, aber egal. So, ich stehe immer noch plus 1,8. So, da möchte er, dass ich den angreife. Aber ich hatte einen anderen Player da. Jetzt findet er das auch besser. So, okay. Der Plan war richtig. Plus 2,1 für mich. Der Gegner macht den richtigen Zug, holt Verteidigung. Jetzt hätte ich schlagen sollen. Schon. Habe ich aber noch nicht. Ich habe erstmal die Dame ins Spiel gebracht. So, ich stehe immer noch plus 1,7. Jetzt wieder, dass ich mit dem König in Sicherheit gehe. Ich habe aber geschlagen. So, ja, das habe ich auch überlegt. Soll ich mit dem Springer? Aber das gefällt ihm jetzt auch nicht mehr. Er sagt, wieder den König in Sicherheit bringen. Aber ich habe ja den hier gemacht. Gut, der gefällt ihm jetzt nicht so. Aber der Gegner macht das Richtige. Ich stehe mit plus 0,7. Jetzt hätte er mit dem Läufer den Läuferaustausch praktisch erzwungen. Ich habe den Läufer versucht, so abzuschneiden. Jetzt steht es wieder unentschieden. Also da habe ich jetzt meinen Vorteil erstmal verspielt. Aber was heißt das schon? Sehr Computeranalyse. So. Ja, den hätte ich zwei vorsetzen sollen, aber ich wollte ja nicht, dass der Springer hier hingelangt. So habe ich natürlich den Bauern eingestellt. Das gefällt ihm nicht. Aber der war jetzt wieder richtig von mir. Jetzt gibt er Schach. Ja, jetzt steht er sogar besser als ich. Er tauscht aus. Jetzt sagt der Computer, dass ich ihn matt setze in 9 Zügen. Also grober Fehler von ihm hier zu tauschen. Mal gucken, ob das auch wirklich so gekommen ist. So, jetzt soll er mit der Dame dazwischen, das hätte schon Dame verbessert. Ja, der Springerzug ist goldrichtig gewesen, den ich da gemacht habe. Das bedeutet matt in 6. Wenn er nimmt, ja, dann hat er praktisch schon keine Chance mehr. Gut, er kann jetzt noch einen Rache-Schach geben. Den hätte ich einfach genommen. Dann kann er noch einen Rache-Schach geben, den nehme ich auch. Also ist alles sinnlos. Also in diesem Falle war nichts mehr zu machen, denn es kommt hier der Turm und dann ist Schachmatt. Ja, super gelaufen. Und ja, dafür, dass es ein ziemlich schnelles Spiel war. Wie lange hat das denn überhaupt gedauert? Ein paar Minuten nur. Habe ich das eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Okay.